Die DJI Mavic Air 2. Bedienung, Einstellungen und was gibt es alles zu beachten? Hallo und willkommen auf drohnen.de. Hier sind wir jetzt im dritten Video in unserer Reihe über die DJI Mavic Air 2 und das ist ein reines Praxisvideo. Wir sind die ganze Zeit draußen und wollen uns damit beschäftigen, was müsst ihr vor dem ersten Flug beachten, welche Vorbereitungen sind zu treffen, wie ist das Fluggerät richtig zusammenzubauen und welche Einstellungen und so weiter könnt ihr in der App treffen, was gibt es da alles für Funktionen, auch für versteckte Einstellungen und so weiter, die ihr alle kennen müsstet, und wir werden uns komplett durch die App hangeln von Anfang bis zum Ende, also wirklich von dem Zeitpunkt, wo ihr quasi zum Beispiel die Drohne euch selber gekauft habt, bis dahin, wo ihr sie in der Luft habt und wirklich dann auch alles verstanden habt und alles benutzen könnt. Von daher ist das Video sowohl interessant für Anfänger, die sich die Drohne vielleicht schon bestellt haben und vorher schon mal schauen wollen, wie alles funktioniert, als auch für diejenigen, die sich noch nicht entschlossen haben, aber einfach mal schauen wollen, welche Möglichkeiten es überhaupt in Summe alles gibt. Das ein oder andere Video, was wir vielleicht schon gedreht haben, könnte für euch auch noch interessant sein. Wir haben im ersten Video euch die Drohne im Detail vorgestellt mit allen Features, mit den Kamerafunktionen, mit den ganzen Daten und Fakten von den Kameras, mit vielen Live-Footage und so weiter. Und im zweiten Video, die ersten beiden Videos waren ja sozusagen so ein bisschen Kombipaket und auch Kombi-Tests, wo wir auch unsere Erfahrungen aus den ganzen Wochen, die wir die Drohne schon getestet haben, euch mitgeteilt haben. Im zweiten Video haben wir euch ja die ganzen Spezialfunktionen nochmal gezeigt, also sprich das Active Track bzw. das neue Focus Track und die ganzen Tracking-Funktionen, wo die Drohne euch automatisch folgen kann, und die Geschichten, wo die Drohne auch automatisch Hindernissen ausweichen kann, Quickshots und lauter so Spezialfunktionen. Wenn euch die Sachen vielleicht auch noch interessieren oder im Vorfeld noch mehr interessieren, dann verlinke ich euch hier oben mal die Playlist zu den anderen beiden Videos. Ansonsten starten wir jetzt hier mit dem Video und ihr könnt euch die anderen Videos ja auch noch im Nachgang anschauen, und los geht's. Wenn ihr die Drohne neu bekommt, dann ist sie natürlich erst einmal in ihrem zusammengefalteten Transport-Ursprungszustand. Ihr müsst die Drohne also dementsprechend auseinanderklappen und als nächstes dann noch die Gimbal-Sicherung entfernen, diese kleine Schutzkappe, die zum Transport immer montiert ist. Und die Propeller sind natürlich noch nicht montiert. Und das ist was, wo ihr wirklich aufpassen müsst, gerade bei der Erstmontage, denn das ist die erste und einzige DJI-Drohne, bei der ihr die Propeller auch falsch montieren könnt. Alle anderen DJI-Drohnen haben da eine Sicherung, die das verhindert. Hier ist das leider nicht so. Und ihr müsst auf den Propellern schauen, da gibt es zwei Propeller, die haben einen weißen Ring und auch dementsprechende Motoren, die diese weißen Markierungen haben. Und genau die immer diagonal zusammenpassenden Motoren. Dort müsst ihr die dazugehörigen Propeller dementsprechend auch montieren, und die Montage erfolgt, indem ihr die Propeller aufsetzt, dann in die kleinen Vertiefungen reindrückt und dem Motor eine kleine Viertelumdrehung nach rechts oder nach links verdreht und beiher danach dann auch nochmal probiert, ob die Sicherung wirklich fest eingerastet ist. Das ist wirklich essentiell. Wenn ihr die Motoren mit den falschen Propellern bestückt, dann würde die Drohne sofort einen Überschlag machen beim ersten Startversuch und sicherlich den ein oder anderen kleinen Schaden mit sich nehmen. Den Akku müsst ihr, bevor ihr ihn das erste Mal verwenden könnt, auf jeden Fall einmal komplett voll laden. Er lässt sich sonst gar nicht aktivieren. Den Akku entfernt ihr, indem ihr die beiden seitlichen Griffe drückt, und dann könnt ihr ihn in die Ladestation einklinken, dementsprechend laden und genauso einfach auch wieder in die Drohne einsetzen. Als nächstes müsst ihr die Fernsteuerung vorbereiten. Die ist natürlich auch erst einmal zu laden über den USB-Port hier unten. Die Sticks sind anzuschrauben. Die befinden sich hier unten in den kleinen Mulden. Wenn ihr das alles zusammengesetzt habt, dann auf euer Smartphone noch die DJI Fly App draufladen. Die gibt es im Apple App Store oder im Google Play Store. Und dann könnt ihr an der Fernsteuerung hier oben diese kleine Klammer rausziehen. Hier drin befindet sich ein Kabel. Dort könnt ihr die eine Seite lösen, die linke Seite,
und dann das Smartphone hier oben in die Fernsteuerung reinklipsen und den Stecker rechts auf der Seite befestigen. Standardmäßig ist der iPhone-Stecker montiert. Ihr bekommt aber auch, habt aber auch in der Packung drin den Stecker für alle anderen Smartphones, also die gängigen USB-C-Stecker zum Beispiel für Android-Geräte. Vor dem Flug solltet ihr zuerst auf jeden Fall immer die Fernsteuerung einschalten. Achtet dabei darauf, dass der Geschwindigkeitsschalter, also der Flugmodus-Schalter, auf Normal steht. Dann hier den Power-Knopf einmal kurz drücken, loslassen und wieder so lang drücken, bis die kleinen LEDs hier durchgelaufen sind. Dann aktiviert sich die Fernsteuerung und ihr könnt auf dem Smartphone auch die App starten. Zum Aktivieren der Drohne müsst ihr den Knopf einmal kurz drücken, loslassen und dann gleich nochmal lange gedrückt halten, so lange, bis ihr die Lüftungsmotoren anlaufen hört und die Motoren zucken kurz und die Drohne macht dann auch ein kurzes Geräusch. Wichtig ist, die Drohne muss auf einer ganz ebenen Fläche stehen, denn die Lagesensoren werden dann nach dem jeweiligen Anschalten noch einmal kalibriert und dafür muss sie wirklich komplett eben und gerade stehen. Nach wenigen Sekunden wird rechts unten der Button blau. Das bedeutet, die Fernsteuerung hat sich automatisch mit der Drohne verbunden. Ihr könnt den Button fliegen, dann dementsprechend anklicken und ihr kommt direkt in die Live-View der App und schaut dann quasi schon live zur Kamera raus. Und jetzt können wir uns auf dem Boden nochmal einige Sachen vorab anschauen in der App, bevor wir dann in die Luft gehen. Und das ist wichtig, wirklich auch die ganzen Vorbereitungen dementsprechend zu verstehen und zu schauen, wo sind welche Informationen in der App, wo kann ich was im Detail sehen und dementsprechend auch, was muss ich im Vorfeld einstellen. Wichtig ist die Aufteilung der App erst einmal zu verstehen. Wir haben unten in der Mitte ein kleines Radar. Dort sehen wir unsere Ausrichtung im Verhältnis zur Drohne, das heißt unsere Blickrichtung. Die Anzeige läuft aber aktuell noch nicht, weil die Drohne noch nicht in der Luft ist. Wir haben am linken Rand ein Icon, mit dem wir starten und landen können. Das schauen wir uns dann gleich im Detail an. Und wir haben oben rechts einiges an Informationen, die sehr wichtig sind, nämlich das oben rechts das linkeste Symbol. Das ist die Hinderniserkennung, ob diese ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn sie ausgeschaltet ist, ist das Icon rot. Wir sehen aber jetzt, dass sie aktiviert ist. Und die Hinderniserkennung wird euch auch in der Live-View eingeblendet. Und das relativ unspektakulär und schwer zu sehen. Nämlich das sind diese orangenen Ränder, die ihr hier seht. Da haben wir auf der Rückseite, wir haben ja Hinderniserkennung nach hinten und nach vorne. Auf der Rückseite bzw. unten auf dem Bildschirm einen relativ dicken orangenen Rand. Das bin ich selber, der hier hinter der Drohne am Tisch sitzt und der hier erkannt wird. Und vor der Drohne vorne links sehen wir ein kleines Hindernis. Die Hinderniserkennung solltet ihr nachher im Flug da nochmal im Auge behalten. Da werden wir uns das nochmal genau anschauen, wie sich das im Live-Betrieb sozusagen verhält und wie die Hindernisse dort dann eben mit diesen orangen Balken eingeblendet werden. Rechts als zweites haben wir dann so ein kleines Satellitensymbol und dort sehen wir den GPS-Empfang. Der ist unheimlich wichtig, den solltet ihr auf jeden Fall, der sollte auch zur Verfügung stehen. Ihr seht da rechts daneben auch eine kleine Zahl, nämlich wie viele Satelliten aktuell empfangen werden. Das sind hier jetzt 13 und ihr solltet auf jeden Fall auch warten, bis entsprechend viele Satelliten, mindestens sage ich mal 7, 8, 9 empfangen werden, denn nur dann wird die Position der Drohne auch genau aufgenommen und nur dann kann sie ihre Position unabhängig vom Wind und so weiter auch dementsprechend halten. Das macht sie parallel natürlich auch noch mit den Bodensensoren, indem sie den Boden überwacht, aber nur in niedriger Höhe. In höherer Höhe ist sie allein auf das GPS angewiesen und dementsprechend ist das ultimativ wichtig. Außerdem wird mittels GPS auch die Startposition aufgezeichnet und sollte es dann zu Zwischenfällen kommen wie zu Funkabbrüchen oder dass der Akku dementsprechend zu leer wird und die Drohne automatisch zurückkehren will zu euch, dann macht sie das auf Basis ihrer aktuellen GPS-Position und der GPS-Position, die sie beim Start aufgezeichnet hat, um dahin dann zurückkehren zu können. Ihr seht, die Satellitenoption ist jetzt schon auf 14 Satelliten angestiegen. Dann haben wir daneben noch diese Empfangsbalken. Das ist die Verbindungsstärke zur Fernsteuerung, also wie gut die Verbindung ist. Das OQ-Sync 2.0 hat ja eine extreme Reichweite. Das heißt, hier ist es unwahrscheinlich, dass ihr an die Grenzen geratet. Trotzdem habt ihr da eine kleine Übersicht. Und daneben habt ihr noch das Akkusymbol.
Dort ist eine 88 momentan eingeblendet. Das bedeutet 88% Akku. Mehr Akkuanzeige gibt es auch nicht. Früher gab es da ja in den alten Apps mal einen Balken. Hier haben wir nur noch das Akkusymbol. Dieses lässt sich aber anklicken und noch weitere Informationen abheben oder abrufen zu dem Akku, nämlich die Akkutemperatur und die Voltzahl der einzelnen Zellen und die Restflugzeit, die hier natürlich noch auf Null steht, beziehungsweise die Flugzeit, die wir schon geflogen sind, die hier noch auf Null steht, weil wir eben noch nicht gestartet sind. Rechts neben dem Akkusymbol seht ihr noch so ein paar Striche. Da wird die verbleibende Flugzeit, die dynamisch auf Basis eures Flugverhaltens errechnet wird, dann eingeblendet, sobald wir gestartet sind. Vor dem Start ist eine Sache jetzt noch wichtig und das ist oben die Starterlaubnis. Dort wird prinzipiell erstmal eingeblendet, ob irgendwelche Probleme vorliegen oder nicht vorliegen. Starterlaubnis heißt alles auf grün, alles okay. Das kann man zusätzlich aber auch noch anklicken und dann bekommt ihr so eine kleine wichtige Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen und auch der Einstellungen, die ihr vor dem Flug unbedingt machen solltet. Ihr seht oben Vorflug-Check, da steht einfach als Zusammenfassung alles normal, also grün, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und wir haben jetzt hier aber noch ein paar Einstellungen, die zu setzen sind, nämlich zum Beispiel die automatische Rückkehrflughöhe. Das ist die Flughöhe, auf der die DJI Mavic Air 2 zurückkommen würde bei Problemen, denn sie fliegt dann nicht einfach nur direkt zurück. Da könnten ja Hindernisse im Weg sein, sondern sie wird erst auf diese Minimalrückkehrhöhe aufsteigen, dann zurückkommen und dann bei euch wieder sinken. Das heißt, ihr solltet diese Höhe auf jeden Fall auf den Wert setzen, der höher ist wie alle Hindernisse, die bei euch in der Umgebung sind. 30 Meter sind dann ein relativ guter Weg. Ihr solltet das auch nicht zu hoch setzen, denn wenn die Drohne eh schon alle ist und der Akku zur Neige geht und sie muss dann noch wahnsinnig hoch aufsteigen oder es ist auch hoher Wind, dann ist der Wind natürlich in größeren Höhen noch extremer. Von daher sollte man das auch nicht übertreiben. 30 Meter ist so ein Wert, den ich auch ganz gerne nehme. Außerdem könnt ihr weiter unten noch die maximale Flughöhe eintragen bzw. einsetzen. Dort solltet ihr euch an die gesetzlichen Gegebenheiten halten. Ihr seht hier auch gleich die Einblendung, wenn ich da was verändern will, dass ich dann zustimmen muss, dass ich selber dafür verantwortlich bin, wenn ich den Wert überhaupt ändere. Und hier sind die gesetzlich vorgegebenen 100 Meter eigentlich der richtige Weg. Und dann lässt sich die Drohne auch schon gar nicht mehr höher steigen und wird bei dem Wert quasi bleiben. Genauso könnt ihr auch die Flugdistanz begrenzen. Die ist jetzt hier unbegrenzt eingestellt, aber man kann diesen Wert eben auch ändern. Zwischen 8000 Metern, also 8 Kilometern, bis beliebig runter, bis auf 20 Meter. Hier ist ja gesetzlich vorgegeben, dass ihr nur in Sichtreichweite fliegen dürft. Das heißt, das sind so 3, 4, mit ein bisschen Fantasie vielleicht 500 Metern. Das dient aber auch nicht nur zur Einhaltung der Gesetzgebung, sondern es dient auch dazu, dass sollte irgendwas passieren, solltet ihr die Kontrolle verlieren und nicht wissen, in welche Richtung ihr fliegt, dass ihr nicht zu weit wegfliegt. Die Drohne würde dann anhalten, wenn sie eben diese maximale Distanz erreicht hat. Wenn ihr also das erste Mal fliegt, solltet ihr das dementsprechend vielleicht auch niedriger setzen und ansonsten könnt ihr das natürlich auch unbegrenzt lassen, wenn ihr euch da sehr sicher fühlt. Noch weiter unten sehen wir, ob eine Speicherkarte montiert ist oder nicht. Ich habe jetzt hier eine drin, deswegen wird das auch angezeigt. Habe ich keine montiert bzw. eingesetzt, dann steht als linkes eben da kein Wert da und die Drohne fragt auch automatisch, ob sie dann wechseln soll auf den internen Speicher, denn intern sind ja 8 GB verbaut und dann wird der interne Speicher dementsprechend genutzt, solange bis er voll ist. Unten sehen wir nochmal die verbleibende Dauer mit dem aktuellen Akku, die soweit jetzt hier berechnet ist. Die passt sich aber dementsprechend dynamisch an, wenn wir fliegen, abhängig von unserem Flugverhalten. Ganz links unten in der App seht ihr noch ein Kartensymbol. Das schauen wir uns gleich noch an, wenn wir in der Luft sind. Dort könnt ihr auch auf einer Karte euch anzeigen lassen, wo ihr euch quasi auf einer Landkarte aktuell befindet. Aber daneben sind noch zwei Werte, die sind wichtig und interessant. Nämlich mit H ist die aktuelle Höhe, nämlich 0 Meter. Das ist der untere Wert und der obere Wert 0,0 Meter pro Sekunde. Das ist unsere Höhengeschwindigkeit, also ob wir gerade am Steigen oder am Fallen sind und mit welcher Geschwindigkeit. Und rechts daneben bei D sehen wir die Distanz zu uns. Ich habe die Drohne jetzt ein bisschen weiter weg positioniert, nämlich genau 7 Meter von mir entfernt. Und oben drüber auch die Geschwindigkeit, die wir uns horizontal oder vertikal bewegen. Das sind auch wieder 0,0 Meter pro Sekunde, weil wir jetzt eben noch stehen. Das ist wichtig zu verstehen, bevor wir starten. Und dann sind wir eigentlich schon mal startbereit.
Wichtig ist, ihr solltet eure ersten Probeflüge natürlich auf absolut offenem, leeren Gelände machen, wo ringsherum wirklich alles frei ist und nichts passieren kann, um dementsprechend üben zu können. Und jetzt können wir auch schon starten und das können wir machen, indem wir das linke Symbol, diesen Pfeil nach oben, einmal kurz andrücken. Dann sehen wir hier, dass die Drohne danach nämlich automatisch starten wird, bis auf eine Höhe von 1,2 Metern. Und dazu müssen wir das mittlere Symbol oben, dieses Startsymbol, drücken und gedrückt halten, bis der grüne Kreis komplett aufleuchtet. Das machen wir jetzt mal. Ihr hört die Motoren anlaufen, die Drohne startet und bleibt bei einer Höhe von 1,2 Metern stehen. Und ihr seht auch die kurze Einblendung, was da stand, nämlich dass die Startposition aufgezeichnet wurde. Ich bewege mich jetzt mal hier ein bisschen weg, dass die Propellergeräusche auch nicht mehr so laut sind hier bei unserer Aufnahme. Und ihr seht, wie sich unten links die Werte dementsprechend verändern. Das heißt, wir sind jetzt schon auf einer Höhe von 18 Metern und einer Distanz von 55 Metern. Und wenn ich mich bewege, dann seht ihr auch, dass die Geschwindigkeiten dementsprechend daneben oder oben drüber angezeigt werden. Nämlich die Meter pro Sekunde, die ich vor- und zurückfliege. Oder wenn ich die Höhe ändere, auch die entsprechenden Höhenmeter. Interessant ist nun auch unten das Symbol in der Mitte, denn dort ist jetzt ein kleiner Pfeil aufgetaucht über dem Punkt und dort seht ihr quasi, in welche Richtung ich schaue im Vergleich zur Drohne. Der Punkt bin ich, ich gucke jetzt in Richtung der Drohne. Wenn ich mich aber nach rechts drehe, seht ihr, wie die Drohne nach links verschwindet. Wenn ich mich nach links drehe, dementsprechend nach rechts. Der Pfeil oben ist die Drohne und ihr seht auch, in welche Richtung die Drohne schaut. Das heißt, wenn ich die nun mal drehe, nämlich nach rechts oder nach links wegdrehe, seht ihr auch, wie der kleine Pfeil sich dreht. Und so habt ihr unten in der Mitte vom Bildschirm relativ schnell eine gute Übersicht, wo ihr euch befindet im Verhältnis zur Drohne, in welche Richtung ihr guckt und in welche Richtung die Drohne schaut. Ihr seht auch oben, dass sich diese Vorbereitungssatz oben jetzt dieser Kontrollmenü-Eintrag sich geändert hat auf im Flug. Wenn ihr den jetzt anklickt, dann seid ihr hier wieder in diesem Vorflug-Check-Menü. Das braucht ihr im normalen Flug eigentlich nicht weiter großartig. Ihr seht, dass auch links sich der Knopf geändert hat in ein H- und ein Landen-Pfeil. Das bedeutet, über den Knopf könnt ihr dementsprechend wieder landen. Die Funktion ist eigentlich doppelt belegt und auch hat die gleiche Auswirkung wie der Knopf auf der Fernsteuerung mit dem H, den ihr ebenfalls drücken könnt. Und zwar, wenn die Drohne sich nah in eurer Umgebung befindet, also wenige Meter oder 10, 15 Meter vielleicht von euch entfernt, und ihr drückt diesen Knopf oder diesen Button, dann würde die Drohne da landen, wo sie sich gerade befindet. Also einfach nur langsam in den Sinkflug gehen und landen, mit den unteren Sensoren sogar noch überprüfen, ob die Landefläche frei ist. Wenn die Drohne aber weiter von euch entfernt ist, zum Beispiel mehrere hundert Meter oder wie jetzt 40, 50, 60 Meter und mehr, und ihr drückt dann den Knopf, dann würde sie nicht landen dort, wo sie sich befindet, sondern zu euch zurückkehren. Also diese Return-to-Home-Funktion würde ausgelöst, und zwar mit der Rückkehrhöhe, die ihr dementsprechend auch eingestellt habt. Ihr seht jetzt übrigens auch rechts oben im Bildschirm, dass neben dem Akku, dort wo die Striche ursprünglich mal waren, jetzt eine Flugzeit steht, eine Restflugzeit. Und zwar werden hier 23 Minuten 13 angegeben, 12, 11. Und das wird auf Basis des aktuellen Bewegungsprofils berechnet. Wenn ich jetzt schnell vorwärts fliege und mich schnell bewege, dann werdet ihr sehen, dass die Zeit in Kürze wahrscheinlich anfängt, viel rapider abzunehmen. Wobei sich das jetzt noch in Grenzen hält, aber weil die Drohne und die App dann einfach merkt, dass ich mich schnell und regelmäßig schnell bewege, dann wird die Flugzeit dementsprechend auf kürzer berechnet und wird schneller fallen, wie wenn ich eben nur langsam fliege. Schauen wir uns als nächstes ein paar weitere Optionen in der App an, nämlich zum Beispiel links unten die Karte, die ich euch vorhin genannt habe. Wenn ihr diese anklickt, dann kommt zuerst die kleine Karte etwas größer hoch und ihr seht hier nochmal den Pfeil als Position, euch als Punkt quasi. Und das H auch nochmal als Startpunkt, also als Homepunkt. Und wenn ihr die Karte jetzt nochmals anklickt, dann wird die auch größer dargestellt. Es werden auch Straßen und so weiter eingeblendet. Ihr könnt auch die normale Geokarte euch zusätzlich anzeigen lassen und eben die Position bzw. die Linie zeigt den direkten Heimflug zu euch an. Also die Linie, wenn ihr auf der Basis dieser Linie zurückfliegt und die Drohne auch in die Rückfluglinie, in die Rückflugrichtung dreht, dann gelangt ihr direkt wieder zu euch zurück. Von daher habt ihr ja auch nochmal eine gute Orientierung, wenn ihr die Orientierung insgesamt über das Sichtfeld verloren habt. Links unten seht ihr trotzdem noch die Live-View aus der Kamera und wenn ihr die wieder anklickt, dann gelangt ihr auch wieder zurück zur normalen Ansicht.
ist die Drohne nicht mehr in der Luft. So steht hier auch noch zusätzlich der Button unten drunter Drohne finden. Das heißt, wenn die Drohne irgendwo mal abgestürzt und verloren ist, könnt ihr auch über diesen Bildschirm die Drohne so umstellen, dass sie permanent piept und es wird euch der Weg angezeigt zur letzten aufgenommenen Position, sodass ihr die Drohne hier über diesen Bildschirm relativ schnell wiederfinden könnt. Schauen wir uns mal den rechten Bildschirmrand an. Dort haben wir alle möglichen Einstellungen, die für die Aufnahme wichtig sind. Der runde Knopf ist der Auslöserknopf, mit dem ihr Fotos oder Videos dementsprechend auslösen könnt. Das könnt ihr übrigens auch mit dem Knopf auf der Fernsteuerung, der sich oben rechts befindet. Und über das kleine Icon, was sich rechts oben drüber befindet, dort könnt ihr alle Einstellungen machen zum Foto- oder zum Videomodus. Foto- und Videomodus wechseln könnt ihr übrigens auch auf der Fernsteuerung auf der Vorderseite oben rechts mit dem Knopf. Und wir sehen, dass wir jetzt uns im Fotomodus befinden, und zwar im Einzelfotomodus. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten, einmal die Modi dementsprechend zu selektieren und links daneben die Einstellungen dazu. Einzelfotos, Fotomodus heißt, es wirkt wirklich nur ein Foto, ganz normal geschossen, klassisch, wie ihr es kennt. Unten drunter 48 Megapixel Foto ist ein Foto in extrem hoher Auflösung mit 48 Megapixel. Das habe ich euch auch im Vorstellungsvideo im Detail nochmal erklärt. Der Smart-Modus ist dafür da, dass die Szene und so weiter automatisch ausgewählt wird, ähnlich wie ihr es von Kompaktkameras kennt, wo nochmal ein besonders intelligenter Modus vorhanden ist. Dann könnt ihr die Belichtungsreihe auswählen, wo mehrere Fotos hintereinander, drei oder fünf mit unterschiedlicher Belichtung ausgewählt werden. Und ganz unten drunter, eins noch unten drunter, könnt ihr Serienaufnahmen auswählen. Da werden drei, fünf oder sieben Fotos ganz schnell hintereinander gemacht als Serie oder als Intervall mit entsprechender Zeit dazwischen, also alle 10 Sekunden, wie es jetzt hier eingestellt wäre, ein Foto. Das sind die Optionen, die ihr im Fotomodus habt. Wenn ich jetzt das Einzelfoto ganz klassisch auswähle, wieder auf den Bildschirm gehe, dann kann ich auf dem Bildschirm noch in einen Bereich klicken, zum Beispiel hier oben in den Himmel oder hier unten auf die Bäume. Dann wird die Belichtung genau entsprechend dieses Bereiches genommen, also der Belichtungspunkt gesetzt, dem ich der App mitteile, das ist das, was ich gerne belichtungstechnisch optimal ausgeleuchtet hätte. Das könnt ihr hier drüber so ein bisschen bestimmen. Und wenn ich dann rechts den Auslöserknopf drücke, dann wird das Foto dementsprechend geschossen. Unten drunter der kleine Pfeil, das ist die Option, um euch die Aufnahmen anzuzeigen. Wenn ich da mal drauf klicke, seht ihr auch alle Aufnahmen, die gemacht wurden. Wenn ich jetzt eine Aufnahme anklicken würde, würde sie dementsprechend hier zur App aus der Drohne hier runter übertragen werden, denn die Aufnahmen werden natürlich in der Drohne oben gespeichert auf der Speicherkarte und sie würde dann hier runtergeladen, sodass ich sie mir hier in der App vorab schon mal anschauen kann. Gehen wir dann nochmal in die Einstellung rein und schauen uns den Videomodus an. Dort haben wir auch sehr, sehr viele Optionen, nämlich auch erstmal den normalen Modus, der oben jetzt ausgewählt ist. Und dort habe ich dann, ich gehe nochmal auf normal, so, dort haben wir dann die ganzen Auflösungen, nämlich 4K, 2,7K und Full HD, also 1080p. Und jeweils dazu kann ich links die Bildwiederholrate auswählen. Ich filme typischerweise in 4K 30 FPS. Das ist das, was ihr im normalen Modus machen könnt. Wenn ich jetzt hier rechts wieder auf Aufnahme klicke, dann wird die Aufnahme gestartet. Und wenn ich das Ganze hier bewege und euch danach dann mal die Live-Aufnahme einblende, dann seht ihr dementsprechend auch die Aufnahme. Ich kann übrigens an der Fernsteuerung links oben mit diesem kleinen Rädchen den Gimbal dementsprechend auch nach oben und unten schwenken. Ihr seht dann rechts eingeblendet auch die Gradzahl, wie weit sich der Gimbal in die richtige Richtung schwenkt. Ich kann auch in der Live-View mit dem Finger festhalten und einen Punkt anklicken und dann den Finger quasi nach rechts oder nach links ziehen und damit dann auch die Kamera und den Gimbal dementsprechend schwenken, nach rechts und nach links und nach oben und unten bewegen. Sie folgt dann quasi meinem Finger, wie ich diesen dann eben hier auf der Live-View dementsprechend festhalte. Beende hier mal die Aufnahme. Wir schauen uns noch die weiteren Einstellungen an. Neben dem normalen Fotomodus habe ich unten drunter noch den HDR-Modus, also den High Dynamic Range Modus. Der ist besonders dafür da, wenn es lichttechnisch ein schwieriges Szenario ist mit viel Gegenlicht oder viel schattigen Bereichen. Dann wird durch den High Dynamic Range Modus versucht, alles möglichst kontrastreich und gut darzustellen. Und als nächstes haben wir unten drunter dann noch als letzte Option den Zeitlupenmodus. Hier wird die Framerate extrem erhöht, bis zu 240 Frames pro Sekunde, wie wir es hier links sehen.
Als Auflösung ist aber nur noch Full HD möglich und hier habe ich die Möglichkeit, Zeitlupenaufnahmen zu machen. 240 Frames pro Sekunde entspricht der achtfachen Verlangsamung. Wie ihr es hier seht, kann man dann eben super Zeitlupenslots dementsprechend aufnehmen. Als nächstes sehen wir unten drunter die Quickshots. Die habe ich euch im Einführungsvideo ja auch schon mal gezeigt. Ich aktiviere mal die Quickshots und das gibt uns die Möglichkeit hier, verschiedene Szenarien automatisch abfliegen zu lassen. Dort macht die Drohne ein kurzes Video von mehreren Sekunden und fliegt ein spezielles Muster ab. Zum Beispiel im Droni-Modus ein rückwärts wegfliegendes, wie ihr es hier in der Vorschau auch seht. Ich kann hier links daneben die Höhe auswählen, also die Maximalhöhe oder die Maximalentfernung, die die Drohne rückwärtig aufsteigen und wegfliegen soll. Wenn ich dann wieder in die Live-View reingehe und der Modus aktiviert ist, sehe ich am rechten Bildschirmrand, dass dafür alles bereit ist. Optimalerweise markiere ich dann noch ein Objekt, was im Fokus gehalten werden soll bei diesem Wegfliegen. Zum Beispiel jetzt hier eben diesen Hochsitz. Markieren kann ich immer, indem ich einfach einen Rahmen drumherum ziehe. Dann wird das Objekt auch sofort erkannt. Der Gimbal in die entsprechende Richtung geschwenkt. Und wenn ich jetzt rechts auf Start drücke, dann zählt kurz ein Countdown runter und das entsprechende Flugmuster wird abgeflogen. Wie ihr es jetzt seht, bekomme ich auch die Restprozentzahl der Zeit sozusagen eingeblendet. Wir sind jetzt hier bei 20%. Und die Drohne fliegt rückwärtig dann eben dementsprechend weg, behält das Objekt im Auge, nimmt beiher automatisch ein Video auf. Die Videos werden in Full HD aufgezeichnet und das Video wird abgeschlossen. Die Drohne kehrt wieder zum Ursprungszustand zurück. Ich bekomme die Einblendung Quickshot abgeschlossen und das Video wurde dementsprechend abgespeichert. Wir schauen uns nochmal die weiteren Optionen an. Ich habe noch den Rocket-Modus. Hier wird die Drohne gerade nach oben senkrecht fliegen und auch wieder das markierte Objekt im Auge behalten. Man kann wieder die Entfernung dementsprechend einstellen. Dann gibt es den Modus Kreisen. Hier wird ein Objekt im Mittelpunkt gehalten und ein Kreis ringsherum geflogen. Man kann über die Pfeile dann auch noch festlegen, ob der Kreis nach rechts oder links dementsprechend ausgeführt werden soll. Es gibt den Modus Helix. Hier wird nicht nur ein Kreis geflogen, sondern rückwärtig wird der Radius auch noch erhöht, sodass wir eine Spirale haben mit immer größer werdendem Radius. Dort kann auch wieder eingestellt werden, ob das Ganze rechtsdrehend oder linksdrehend ausgeführt werden soll und die Entfernung angegeben werden soll. Der Boomerang-Modus ist ein Modus, wo quasi ein Ei geflogen wird, also die Distanz vergrößert wird, während ein Kreis geflogen wird und dann wieder verkleinert wird und auch die Höhe variiert. Da gibt es keine weiteren Einstellungen, die ich machen kann. Und noch mein Lieblingsmodus, der Asteroidenmodus. Hier fliegt die Drohne rückwärtig weg vom markierten Objekt, nimmt dann oben noch ein Kugelpanorama auf und setzt ein atemberaubendes Video zusammen, was aussieht, wie wenn quasi eine Rakete von der Erde weggeschossen werden würde und man die Erde sozusagen von außen von weit weg sieht. Und als nächste Option haben wir dann noch den Hyperlapse-Modus. Das ist quasi ein Modus, in dem auch ein Zeitraffer gemacht wird. Und das passiert, indem ganz viele Einzelfotos nacheinander gemacht werden und die dann zu einem Video zusammengeschnitten werden. Das sieht man auch hier in der Vorschau, besonders für Wolkenszenarien und so, sehr spannend gemacht, indem sich die Wolken dann natürlich dementsprechend ganz schnell bewegen. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Drohne währenddessen sich auch noch bewegen lasse. Nämlich einmal den Modus frei, das heißt, hier kann ich während dieser Zeit die Drohne komplett frei bewegen oder kreisen. Hier umkreist sie dementsprechend ein Objekt, was vorher markiert wurde. Kursverriegelung bedeutet, ich kann eine Flugrichtung festlegen, danach die Drohne in eine andere Blickrichtung drehen und ein Objekt markieren, was im Auge behalten werden soll. Und dann fliegt die Drohne in die Flugrichtung und guckt dabei aber auf das Objekt, wie ihr es hier in der Vorschau seht. Und bei Wegpunkte kann ich verschiedene Punkte abfliegen lassen und Blickrichtungen festgeben, die dann nacheinander dementsprechend abgeflogen werden. Wenn ich mal den Kursverriegelungsmodus aktiviere, dann muss ich zuerst in die entsprechende Richtung schauen, kann dann hier unten
über Richtung festlegen, die Richtung sperren sozusagen. Das ist die Richtung, in die die Drohne dann fliegen wird. Dann kann ich in eine andere Richtung schauen und zum Beispiel ein Objekt markieren, was die Drohne im Auge behalten soll und dann noch den Intervall, also wie oft die Fotos gemacht werden sollen, zum Beispiel alle 2 Sekunden festlegen. Die Länge des Clips, die ich in Summe dann haben will, zum Beispiel 5 Sekunden. Und die Geschwindigkeit, mit der sich die Drohne in die vorher festgelegte Flugrichtung begeben soll, festlegen. Das sind hier 0,6 Meter. Wichtig ist, ihr solltet hier auf jeden Fall einen vollen Akku haben, denn typischerweise, ihr bekommt oben drüber auch die Dauer eingeblendet, dauert das relativ lange. Ich habe hier aber für ein 5-Sekunden-Video, was ich produzieren will, eine Dauer von 4 Minuten, die mir angezeigt wird. Das heißt, bei einem 10-Sekunden-Video ist die Drohne dann schon 8 bis 10 Minuten unterwegs, nur um dieses 10-Sekunden-Video rauszubekommen. Ihr müsst gucken, dass ringsum alles dementsprechend frei ist und bekommt dann Aufnahmen wie diese hier. Zwischendrin habt ihr eben auch die Einblendung schon gesehen, dass mein Akku jetzt langsam zur Neige geht. Das ist eine wichtige Funktion. Der Akku wird ständig überwacht und ich bekomme dann den Vorschlag, dass die Drohne zum Heimpunkt zurückkehren soll. Das war jetzt nur die Aufforderung, das Ganze selbst zu machen. Wenn ich jetzt noch länger warte, hier sehen wir es auch schon, dann wird die automatische Rückkehrfunktion ausgelöst. Das heißt, die Drohne dreht um und fliegt automatisch zu mir zurück. Ich lasse sie das jetzt auch mal hier tun. Ihr seht, wie die Drohne jetzt auf die Rückkehrhöhe aufsteigt, die ich vorher angegeben habe, die wir in den Einstellungen festgelegt haben und nachdem sie auf die Höhe gestiegen ist und ein paar Sekunden wartet, dann eben auch zu mir zurückkehrt und direkt am Startpunkt automatisch landen wird. So, ein neuer Akku ist eingelegt. Ihr seht es rechts oben an der Prozentzahl und wir sind wieder in der Luft. Und ich zeige euch jetzt erstmal schnell noch die Hinderniserkennung, die wir vorhin kurz gesehen haben, wo sich die Drohne noch bei mir auf dem Tisch befunden hat. Ihr seht, dass jetzt oben und unten keine Leisten vorhanden sind, also keine Hindernisse erkannt werden. Die Drohne hat ja Sensoren nach vorne und nach hinten, allerdings nicht zur Seite. Und wenn ich jetzt hier mal mich in den Bereich des Baumes begebe, und ihr beobachtet oben den Bildschirmrand, dann seht ihr, dass dort orangene Bereiche eingeblendet werden. Und die befinden sich da oder sollen sich dort befinden, wo die Drohne auch vor uns ein Hindernis erkennt. Wenn ich jetzt wieder hochgehe, dann seht ihr, dass das auch dementsprechend wieder verschwindet. Und wenn ich mich jetzt auch rückwärts auf ein Hindernis zubewege, dann tauchen die entsprechenden orangen Bereiche auch unten am Bildschirmrand auf. Das heißt, ein Hindernis befindet sich jetzt hier hinter mir. Soweit kurz erstmal zur Hinderniserkennung. Und wir tauchen jetzt mal in die tieferen Menüdetails ein und da sehen wir dann auch nochmal weitere Themen zum Thema Hindernisse. Und zwar gehen wir jetzt rechts oben mal auf die Punkte und dort sind wir dann in allen möglichen Menüeinstellungen. Der linke obere Punkt ist der Menüsicherheit, der Menüpunkt Sicherheit. Hier sehen wir jetzt nochmal viele Einstellungen, die wir auch auf dem Startbildschirm im Start-Check-Menü gesehen haben, nämlich nochmal die maximale Flughöhe, auch die wir vorhin eingestellt haben. Dann nochmal die maximale Flugdistanz, die automatische Rückkehrhöhe. Alles Geschichten, die wir vorher schon gesehen haben. Und jetzt hier noch einige neuere Menüpunkte, nämlich zum Beispiel Startpunkt aktualisieren. Hier kann ich sagen, der Startpunkt, der früher mal aufgenommen wurde, der ist nicht mehr aktuell, denn ich bin mit meinem Rucksack und so weiter alles umgezogen auf eine andere Position, während die Drohne in der Luft war und will jetzt einen neuen Startpunkt festlegen und kann den hier auf der Karte dementsprechend auch festlegen, mit dem Finger frei bewegen oder kann auch sagen, die Fernsteuerung, die aktuelle Position der Fernsteuerung soll der Homepunkt sein, um dann einfach festlegen zu können, wohin die Drohne zurückkehren soll, sollte es Probleme geben. Als nächsten Bereich sehen wir dann hier den Bereich Flughilfe und dort den Bereich Hinderniserkennung. Das ist ein bisschen missverständlich formuliert, denn hier geht es nicht nur darum, ob die Hindernisse erkannt werden sollen und eingeblendet werden sollen mit diesen orangen Rahmen, denn das passiert immer und automatisch. Wenn ich das hier aktiviere, bedeutet das, dass den Hindernissen sogar automatisch ausgewichen werden soll. Das heißt, wenn ich das aktiviert habe und die Drohne fliegt auf ein Hindernis zu, dann versucht sie auch um das Hindernis automatisch herum zu navigieren. Das schauen wir uns nachher besonders in Kombination mit den Active Track und Focus Track Funktionen nochmal an, wenn die Drohne nämlich dann
versucht, Objekten auch automatisch zu folgen. Da kommen wir nachher gegen Ende hinzu, denn da ist es vorher wichtig, dass ihr solche Funktionen hier dementsprechend verstanden habt und die Einstellungen richtig gesetzt habt. Ihr könnt hier auch nochmal den Kompass kalibrieren, die IMU kalibrieren. Das ist normalerweise nicht nötig, wenn es die Drohne selber nicht verlangt. Ihr könnt die Zusatzbeleuchtung anschalten oder ausschalten oder auf Automatik lassen. Das ist das Licht, was sich unter der Drohne befindet, senkrecht nach unten und ist dafür da, wenn ihr in dunkler Umgebung landen wollt, dass die Drohne mit ihren Bodenkameras dann trotzdem den Boden unter sich erkennen kann. Automatik ist hier eine sehr gute Wahl, denn dann schaltet sie das Licht automatisch an, wenn es entsprechend zu dunkel wird. Geozonen freischalten bedeutet, wenn ihr in einer Flugverbotszone fliegt und das registriert die Drohne ja selber, wenn ihr zu nah an Flugplätzen und so weiter dran seid, dann würde sie euch da nicht starten lassen oder nur bis zu einer gewissen Höhe. Ihr könnt euch aber da ja vom Land Ausnahmegenehmigungen holen und wenn ihr eine solche Ausnahmegenehmigung habt, dann könnt ihr bei DJI, da gibt es extra eine Seite unter DJI FlySafe, wo ihr eure Drohne mit eurer Seriennummer für diese Zone freischalten könnt und die werden dann hier eingespielt. Die seht ihr dann hier, diese Zonen und dort könnt ihr dann auch doch abheben, obwohl es normalerweise verboten wäre und die Drohne sonst unterbinden würde. Bei erweiterte Sicherheitseinstellungen könnt ihr nochmal zusätzliche Funktionen festlegen, nämlich was bei Signalverlust passieren soll, ob sie zurückkehren soll, sinken soll oder einfach dort bleiben soll und wie der Motoren-Notfallstopp eben dementsprechend ausgelöst werden soll. Das solltet ihr prinzipiell erstmal nicht verändern. Es gibt dann noch die Option Meine Drohne finden. Dort bekommt ihr auf der Karte dann angezeigt, wie vorhin schon besprochen, wo die letzte Position der Drohne war und könnt sie dann suchen gehen sozusagen. Und bei Drohnenidentifikation könnt ihr mitteilen, ob die Drohne selber ihre Identität senden soll und welche Identität und auch eine kurze Textpassage, die die Drohne selber sendet. Und wenn es Behörden gibt, die entsprechende Möglichkeiten haben, das auszulesen, dann würden die sehen können, wem die Drohne gehört oder welche Daten ihr dementsprechend dort eingegeben habt. Das kann sein, dass das im Zuge zukünftiger Gesetze nochmal interessant wird und in manchen Ländern ist das dementsprechend eben vorgeschrieben. Klicken wir oben auf den nächsten Menüpunkt, nämlich Steuerung und schauen uns an, was uns da erwartet. Dort haben wir den Abschnitt Fluggerät und die Option Einheiten. Hier können wir umstellen, ob wir das Ganze metrisch haben wollen in Metern, metrisch in Kilometern, also besonders der Abstand zu uns, die Geschwindigkeit und so weiter, oder imperial, also sprich in Inch, Zoll und Fuß und so weiter. Dort sind die europäischen Geschichten wie metrisch, entweder in Meter oder in Kilometer, das, was Sinn macht. Dann könnt ihr noch die Gimbal-Einstellungen wählen, nämlich ob der Gimbal im Folgemodus arbeiten soll, also sprich einfach Bewegungen komplett ausgleichen soll, auch Wankbewegungen, sodass ihr wirklich ein ganz gerades, steifes Bild habt, sozusagen kinoreif, oder einen FPV-Folgemodus, den aktiviere ich jetzt mal. Und wenn ihr euch dann das Bild anschaut und die Drohne nach rechts oder links neigt, dann neigt sich auch die Kamera mit und ihr habt hier so ein bisschen ein Flächenflugzeug-Fluggefühl, dass es aussieht, als würde sich die Drohne auch in die Kurve legen. Das ist eben dieser sogenannte FPV-Modus, der hier simuliert wird. Wenn ich den wieder ausschalte und Folgemodus einschalte und dann nach rechts und links mich drehe, dann bleibt die Drohne absolut waagrecht. Und das ist auch der typische Modus, der eigentlich hauptsächlich benutzt wird zum Filmen und für alles Mögliche. Dann haben wir die Option Gimbal-Rotation aufwärts erlauben. Das ist dafür da, wenn ihr über die Horizontlinie hinweg noch den Gimbal auch nach oben drehen können dürft, nämlich so wie jetzt hier, dann ist sogar noch über den Horizont hinaus ein bisschen was möglich, um nach oben zu filmen. Das ist natürlich limitiert durch die Propeller, die oben drüber drehen und durch die physische Begrenzung des Gimbals. Wenn ihr die Option aber abschaltet, dann wird wirklich auf Horizontlinie nach oben begrenzt und ihr könnt nur nach unten 90 Grad nach unten drehen und gerade nach vorne. Gimbal-Kalibrierung und Gimbal-Zentrierung ist nochmal dafür da, um wie gesagt den Gimbal zu kalibrieren, sollte irgendwas nicht stimmen oder der Horizont nicht mehr gerade sein. Gimbal neu zentrieren heißt alles auf geradeaus und vorwärts setzen. Dann haben wir noch die Option Fernsteuerung. Ob über die Fernsteuerung das Mobilgerät geladen werden soll, also das Smartphone, was mit reingeklipst ist, das kann auch über die Fernsteuerung, über das Kabel geladen werden. Wenn ich das hier mal aktiviere, dann wird mein Smartphone jetzt auch eben über die Fernsteuerung mit Strom versorgt.
Das könnt ihr an- und ausschalten. Der Steuerknüppelmodus, Modus 2, ist eigentlich das, was gang und gäbe ist. Das sagt etwas darüber aus, wie die Steuersticks belegt sind, also wo Steigflug, Sinkflug, rechts, links und so weiter, auf welchem Stick was gelegt ist. Das solltet ihr prinzipiell auf dem Modus 2 lassen, weil das ist das, was eigentlich aktuell ist und was den meisten benutzen und für die meisten Fluggeräte auch benutzt wird. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, solltet ihr euch da drin auch nicht bewegen und nichts umstellen. Dann könnt ihr noch die Funktionstasten belegen. Ihr seht unten als gelb markiert, dass es hier um die linke Funktionstaste geht, links oben in der Ecke. Und dort könnt ihr einmal belegen, was bei einmal antippen und bei doppelt antippen passieren soll. Und da habt ihr verschiedene Optionen, zum Beispiel Gimbal neu zentrieren, ob die Zusatzbeleuchtung nach unten eingeschaltet werden soll oder zur Live-Karte gewechselt werden soll. Hier könnt ihr eben dementsprechend zwei verschiedene Versionen für Einfachklick und Doppelklick aktivieren. Dann habt ihr die Funktionstaste belegt. Dann könnt ihr die Fernsteuerung auch nochmal neu kalibrieren, sollte da mit den Sticks irgendwas nicht stimmen oder euch komisch vorkommen. Und ihr könnt euch noch das Flugtutorial, was ihr am Anfang, wenn ihr die App das erste Mal startet, kurz eingeblendet bekommt, also diese Anleitungsgeschichten, das könnt ihr hier auch nochmal neu starten und prinzipiell unten die Fernsteuerung nochmal neu verbinden. Wenn ihr eine komplett neue Drohne habt oder die Drohne irgendwie ausgetauscht wurde, dann ist das hier notwendig, das Fluggerät mit der Fernsteuerung neu zu verbinden. Das ist aber nicht erforderlich. Wenn ihr die Drohne bekommt, dann ist das standardmäßig miteinander schon verlinkt. Kommen wir dann oben im Hauptmenü auf den nächsten großen Menüpunkt Kamera. Und dort können wir verschiedene Einstellungen zum Kameramenü machen. Wichtig ist, dass dieses Menü sich hier ändert und zwar in Abhängigkeit dessen, was ihr gerade rechts für einen Modus ausgewählt habt. Das heißt, wir sind ja jetzt hier rechts im Fotomodus, wie vorhin erklärt. Und das heißt, jetzt werden hier die Einstellungen für den Fotomodus gemacht. Wenn ich jetzt aber hier in den Videomodus zum Beispiel wechsle und dann wieder in das gleiche Menü reingehe, seht ihr, dass sich hier die Einstellungen komplett verändert haben und eben für den Videomodus vorgenommen werden. Das ist wichtig zu verstehen, dass das miteinander verlinkt ist. Und das betrifft sogar auch noch die verschiedenen anderen Untermodi. Wenn ihr dann zum Beispiel auf Hyperlapse geht, dann habt ihr auch hier wirklich die speziellen Einstellungen für Hyperlapse. Wir gucken uns die Einstellungen einfach nur für Video und Foto mal kurz an. Ihr habt für Video, wie ich jetzt eben zum Schluss ausgewählt habe, hier die Möglichkeit, euch das Aufnahmeformat, also MP4 oder MOV, auszuwählen. Dann, ob das Farbprofil standardmäßig oder DSLR-like genutzt wird für die Nachbearbeitung. Dem Video-Codec, der benutzt werden soll, nämlich den H264 oder H265. Flimmer-Anpassung, da ist Automatik bestimmt die richtige Wahl. Und bei Untertitel, das ist noch ein bisschen unklar und nicht genau beschrieben, was hier passiert. In den alten Versionen war es über so eine Option möglich, dass ihr bei Videoaufnahmen auch zusätzlich über das Smartphone noch Ton aufnehmen könnt. Ich gehe mal davon aus, dass das hier auch die Option ist. Das muss dementsprechend nochmal getestet werden. Wenn ich jetzt hier in den Fotomodus wieder zurückwechsle, dann schauen wir uns oben im Menü auch dazu nochmal die Kameraeinstellungen an. Hier könnt ihr auch wieder dieses Aufnahmeformat auswählen, nämlich JPEG oder JPEG und DNG RAW. Ihr könnt das Kameraverhältnis, also das Aufnahmeverhältnis 4 zu 3 oder 16 zu 9 auswählen, ob ein Histogramm mit eingeblendet wird, eine Überbelichtungswarnung mit eingeblendet wird, Gitterlinien als Hilfslinien mit eingeblendet werden, der Weißabgleich, ob der automatisch oder manuell durchgeführt wird. Ob die Fotos in HD automatisch hier zur App rein synchronisiert werden oder nur, wenn ihr das in den Aufnahmeeinstellungen benötigt. Ob Aufnahmen zwischengespeichert werden sollen, also auch hier in der App zwischen runtergeladen werden sollen. Und dann seht ihr nochmal, wie vorhin auch in dem Übersichtsmenü, die SD-Karten-Speicheroptionen, den internen Speichern auf der SD-Karte, wie viel dort noch vorhanden sind. Und ihr könnt die maximale Kapazität des Zwischenspeichers dementsprechend einstellen. Dann gucken wir uns noch den Menüpunkt Übertragung an. Das ist die Live-Bild-Übertragung hier in die App rein. Dort, ob das Ganze im Normalmodus oder in HD passieren soll. Da ihr hier das OcuSync 2.0 drin habt, mit einer extrem stabilen und extrem schnellen, starken Übertragung, könnt ihr das auf HD lassen. Dann habt ihr eben ein HD-Bild in der App. Frequenzen und so weiter solltet ihr hier auf Dualband und Automatik lassen, denn dann passt sich die Übertragung komplett automatisch an und optimiert sich dementsprechend selber. Wenn ihr hier keine Probleme habt und keine Anweisungen, irgendwas anderes zu tun, würde ich das auf jeden Fall auf den automatischen Modis belassen. Bei mehr oben rechts drin sehen wir dann nochmal, könnt ihr eurem Fluggerät einen Namen geben. Ihr seht die Modellbezeichnung und könnt hier dann auch noch die Firmware-Version
der Firmware der Drohne und der Fernsteuerung auf Aktualisierung überprüfen. Hier wird die dann auch automatisch eingespielt. Ihr müsst nur eine Internetverbindung mit der App haben. Ihr bekommt aber, wenn neue Firmware vorhanden sein sollte, auch so oder so ein Fenster eingeblendet, was euch darauf hinweist, dass eine neue Firmware da ist und eingespielt werden sollte. Ihr seht hier auch noch die App-Version und wenn ich noch weiter runter scrollen würde, die ganzen Seriennummern und so weiter, wo ich euch hier einfach nur nicht die Seriennummer von meinen Geräten jetzt anzeigen will, aber das ist das Einzige, was hier noch weiter unten in dem Menü kommen würde. So, und jetzt bleibt nur noch die rechte untere Ecke. Dort habt ihr die Möglichkeit, hier in den Fotoaufnahmen vom Automatikmodus in den manuellen Modus zu wechseln. Das heißt, hier könnt ihr dann Verschlusszeit und ISO-Werte dementsprechend manuell einstellen. Wenn ihr das nicht machen wollt, bleibt einfach auf dem Automatikmodus. Ihr könnt dann noch hier die Belichtung fixieren auf den aktuellen Wert und hier auch den Belichtungsanpassungswert dementsprechend noch nach oben und unten schrauben wollt, hier das Ganze manuell anpassen. Das Gleiche funktioniert natürlich dementsprechend auch im Videomodus. Dort könnt ihr hier unten dann auch von Auto auf manuell stellen und auch die ISO-Werte und die Verschlusszeiten dementsprechend anpassen. Automatik ist aber sicherlich die richtige Wahl, wenn ihr als Anfänger hier unterwegs seid. So, und nachdem wir jetzt hier richtig fit sind und uns angeschaut haben, wo man im Detail was alles einstellen kann und was die Sicherheitsfunktionen sind und vor allem auch die Hinderniserkennung, Hindernisvermeidung aktiviert haben, dann können wir uns die neuen Funktionen Focus Track nochmal anschauen. Die habe ich euch im Vorstellungsvideo schon ganz intensiv gezeigt. Dort auch nochmal reinschauen, wenn ihr dazu mehr Details wollt. Und das ist eine lustige Funktion, die eigentlich erstmal nicht sichtbar ist, wo ihr aber Objekte oder Personen verfolgen lassen könnt. Und das aktiviert ihr, indem ihr eben ein Objekt einfach markiert. Ich nehme jetzt mal hier diesen Hochsitz quasi. Und wenn ich den markiere, dann erscheint unten die Menüleiste, die eigentlich die speziellen super coolen Sonderfunktionen überhaupt erstmal aktivieren, die die DJI Mavic Air 2 besitzt und eben auch in dieser besonderen fortgeschrittenen Version besitzt. Und das ist hier erstmal der Modus Spotlight. Hier wird das markierte Objekt im Mittelpunkt gehalten und das Objekt kann sich auch bewegen. Das heißt, selbst wenn hier eine Person markiert ist, wie ihr hier seht, und die bewegt sich, dann schaut die Drohne die ganze Zeit auch in die Richtung von der Person, dreht sich der Person dementsprechend hinterher. Und das ganz Coole ist, ihr könnt trotzdem mit den Steuersticks die Drohne auch noch frei bewegen und die Drohne guckt weiterhin zu der markierten Person oder zu dem markierten Gegenstand. Ihr könnt dann relativ wild und sogar einhändig fliegen, denn ihr müsst euch um die Rotation und die Guckrichtung der Drohne eigentlich keine Gedanken machen, denn sie schaut permanent automatisch zum Objekt hin, neigt auch den Gimbal auf das Objekt und ihr habt hier perfekte Kamerafahrten und könnt relativ wild selbst umherfliegen. Als nächstes habt ihr dann links unten noch die Option Active Track, die ihr aktivieren könnt mit dem linken Symbol. Und das ist die Option, die dafür da ist, Personen, Gegenstände oder Fahrzeuge automatisch zu verfolgen. Das heißt, hier werden diese nicht nur im Blick behalten und die Drohne dreht sich nicht nur in die Richtung, sondern die Drohne fliegt wirklich physisch hinter dem Objekt hinterher. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr auch die Hindernisvermeidung, die ich euch vorhin in den Einstellungen gezeigt habe, aktiviert haben sollt. Denn sollten da irgendwelche Hindernisse in den Weg kommen, dann kann die Drohne diesen Hindernissen auch automatisch ausweichen. Und wie ihr hier seht, folgt euch die Drohne wirklich überall hin. Ihr habt gesehen, dass diese Option zwei Versionen anbieten, nämlich einmal die Funktion Smart und einmal die Funktion Parallel. In der Smart-Version werdet ihr einfach verfolgt und sie versucht selber die beste Position hinter euch zu finden. In der Unteroption Parallel versucht die Drohne allerdings dann seitlich im Profil neben euch her zu fliegen. Das funktioniert mal besser und mal schlechter, je nachdem, wie schnell das Objekt ist. Aber das sind einfach die zwei Einstellungsmöglichkeiten, die diese Tracking-Funktion bietet. Und beiher würden Hindernisse dementsprechend intelligent umflogen und ihr bekommt hier wirklich tolle und weiche Aufnahmen. Wie gesagt, habe ich euch das im Vorstellungsvideo aber nochmal im Detail gezeigt und wir haben da auch die verschiedenen Hindernisvermeidungsoptionen im Detail mal getestet. Und als dritte letzte Option haben wir rechts unten dann noch die Funktion POI, also Point of Interest. Hier wird ein Objekt oder ein Gegenstand im Mittelpunkt gehalten und ein Kreis ringsherum geflogen. Und zwar könnt ihr dann auf Basis der Pfeile noch feststellen, wie schnell
rotiert werden soll. Ihr müsst dann auch auf Go drücken, damit das Ganze gestartet wird. Und dann wird das Objekt im Mittelpunkt gehalten und die Drohne rotiert ringsherum. Ihr könnt die Geschwindigkeit dementsprechend auch anpassen und auch in die andere Richtung lenken. Und das Objekt wird weiterhin im Fokus gehalten und die Drohne dreht um das Objekt herum. Das ganz Coole in dieser neuen POI 3.0 Version ist, es muss nicht nur ein Gegenstand sein, sondern es kann auch ein Objekt sein, was sich bewegt, wie ihr hier seht. Und die Drohne fliegt dann trotzdem um das sich bewegende Objekt sogar noch im Kreise umher. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit für hervorragende, spannende Aufnahmen. Jetzt bleiben noch die drei Geschwindigkeitsmodi der Drohne zu erwähnen. Das sind die Modi Tripod, Normal und Sport. Die könnt ihr auch nicht in der App einstellen oder umstellen. Die bekommt ihr da zwar angezeigt, aber einstellen könnt ihr sie nur über diesen kleinen Regler hier in der Mitte. Und die entscheiden sich bzw. unterscheiden sich maßgeblich hauptsächlich in der Geschwindigkeit der Drohne, also wie scharf die Drohne geschaltet ist und wie auch ihre Reaktionsgeschwindigkeiten sind. Im Tripod-Modus reagiert die Drohne extrem träge, fliegt auch sehr langsam. Das ist dafür da, wenn ihr ganz weiche Kamerafahrten haben wollt und weiche Schwenks, weiche Drehungen oder an Objekte auch relativ nah ranfliegen wollt. Der normale Modus ist der Universalmodus, den ihr eigentlich normalerweise immer eingeschaltet haben sollt. Und der Sportmodus, wie der Name schon sagt, ist dann für das sportliche, aggressive Fliegen, meist auch gar nicht zum Filmen, sondern dafür da, um einfach die volle Geschwindigkeit der Drohne überhaupt mal auskosten zu können. Nur dort, in dem Sportmodus, hat sie auch ihre volle Geschwindigkeit freigeschaltet. Wichtig ist, in dem Modus ist die Hinderniserkennung und Hindernisvermeidung deaktiviert, also da besonders Vorsicht. Ich nutze den Modus übrigens auch sehr gern, auch für Aufnahmen, wenn man mal im Rückwärtswegflug zum Beispiel eine Landschaftsaufnahme macht und dann mal in die Totale ziehen will, dann kann man mit diesem schnellen Modus natürlich extrem schnell rückwärts wegfliegen und an Höhe gewinnen und an Entfernung gewinnen. Und das gibt dann so tolle Aufnahmen, wie ihr sie hier seht. Soweit erstmal mit diesem Video zur DJI Mavic Air 2, was euch auf die Drohne, auf das Produkt und auf die Möglichkeiten und die ganzen Einstellungen und Vorbereitungen ein bisschen selber vorbereiten soll, sodass ihr wisst, was da auf euch zukommt oder ihr auch eine bessere Einschätzung von dem Produkt bekommt, solltet ihr es eben noch gar nicht besitzen, sondern noch überlegen und euch einfach im Vorfeld mal anschauen wollt, wie die Bedienung ist und welche Möglichkeiten es in Summe gibt. Vergesst nicht, unsere anderen Videos auch anzuschauen. Ich verlinke euch hier oben nochmal die Playlist. Dort findet ihr alle anderen, indem wir das Produkt auch nochmal vorstellen und die ganzen Geschichten im Detail testen und auch die zukünftigen Videos werden da nochmal reinkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es uns sehr helfen und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr ein Like für das Video hinterlasst und unten gern mal kommentiert, wie ihr das Video fandet, wie ihr das Produkt im Detail findet und ob ihr es schon bestellt habt oder euch noch bestellen wollt oder welche andere Drohne ihr habt. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde es freuen, euch im nächsten Video dementsprechend auch wiederzusehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht, das Ganze euch hier vorzubereiten. Ich hoffe, es bringt euch was für eure Entscheidung oder eben für das Fliegen mit der DJI Mavic Air 2. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.